Hey zusammen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GTA 4. Was fährst du mich an? Sag mal, geht's dir noch gut? Oh, ich brenne. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal eben... Was machen wir? Nein, ich ergebe mich. Oh, das tut mir leid. Warte, und... Hui, yay! Wir machen direkt mal Gravity wieder aus. Ich habe gerade irgendwie Bock, damit rumzuspielen. Gravity off. Nein, nein, falsche Taste. So, alles weg. Dann legt mal los. Hui, yay! E.T. nach Hause telefonieren. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Boah, schade, das wäre so episch gewesen. Sekunde, nein. Mit dem ist es langweilig. Wir snipern die jetzt einfach mal weg. Mal gucken, ob sie dann fliegen. Oh ja. Ich bin natürlich wieder unsterblich. Wie man vielleicht gerade schon gesehen hat. Haha, macht er denn? Bam. Kommt alle zu mir. Vernichtet euch. Das sieht einfach zu gut aus. Ich könnte damit den ganzen Tag rumspielen. Was ist das denn? Jemand vom Wagen. Flieg weg. So, Sekunde. Wir nehmen jetzt direkt wieder mal den Molotow-Cocktail. Probieren ihn da oben zu erwischen. Nein, etwas tiefer. Und... Ja. Das war schon knapp. Gleich haben wir's. Ja, und. Hä? Durchgeworfen? Wie? Zählt der nicht mehr als... What the fuck? Ich treff doch. Okay. Schade. Dann versuchen wir die mal eben auszuräuchern. Vielleicht fliegen dann hier ganz viele Brandleichen rum. Und ja, ich provoziere es gerade. Warte natürlich darauf, dass irgendein Fernsehsender das nimmt und dann sagt, ich bin ein übler Amokläufer. Wisst ihr aber, das ist dasselbe wie mit dem Rassismus. Ich habe ja schon mal erwähnt in einem Minecraft-Part, glaube ich, dass ich eher die Leute rassistisch finde, die meinen, dass etwas Bestimmtes rassistisch ist, was eigentlich gar nicht rassistisch ist. Also, weiß ich nicht, beispielsweise eben... Boah, ist das hier... Also, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, deswegen nehme ich einfach irgendwas, was eigentlich gar kein richtiges Beispiel ist, aber nur damit ihr mir eben folgen könnt. Boah, ist das hier schwarz. Keine Ahnung, warum man das sagen sollte, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und dann meint jemand, sagen wir mal in den Kommentaren, Alter, was war denn das für ein rassistischer Satz? Das geht ja mal gar nicht. Und ich meine, sagen wir mal, ich persönlich dann, wenn ich das gesagt habe, meinte das gar nicht auf... Ja, auf farbige Menschen, auf Afroamerikaner bezogen. Und auch gar nicht böse. Und der Typ will mir dann etwas Böses unterstellen und meint dann eben, dass das rassistisch wäre. Und ich finde, genau dadurch entsteht dann erst der richtige Rassismus, weil er eben direkt in diese Schiene denkt. Und ich weiß nicht, sobald man anfängt, in jedem und allem irgendwie Rassismus zu sehen, ja, weiß nicht, dann, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Nein, ich wollte ja gerade eigentlich auf ein ganz anderes Thema. Ach so, genau. Mit dem realitätsfremd Amoklauf, bla bla. Genau. Ich finde, wenn ich jetzt hier rumrenne, irgendwelche behinderten Pixel umballere, einfach aus Spaß, heißt es ja erstmal noch lange nicht, dass ich das im Real Life mache. Der Weg dahin ist, das ist ein so großer Schritt, dass da schon gar kein Zusammenhang mehr entsteht, finde ich. Zwischen den beiden Faktoren, zwischen dem hier gerade rumrennen und jemanden töten und dann eben im echten Leben jemanden töten. Und ich finde, wenn diese Redakteure oder diese Fernsehsender eben meinen, ja, guckt's euch an, der Typ rennt da durch die Straßen und tötet die Menschen, dann finde ich eher, dass der Sender oder derjenige, der behauptet, dass das schlimm ist, derjenige ist, der gestört ist, derjenige ist, der den Unterschied zwischen realem und nicht realem nicht mehr erkennt. Das wird hier gerade irgendwie voll die komplizierte GTA-Runde. Darauf wollte ich eigentlich gar nicht raus. Aber ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ich das meine. Sind für mich eher die Gestörten, sind für mich eher die Menschen gestört, die jetzt, sagen wir mal, nicht hier sowas machen, sondern eben, die in allem einen Zusammenhang sehen und meinen, das wäre tierisch schlimm. Sogar wenn die Spiele in 10, 20 Jahren total realistisch aussehen, Es ändert sich ja nichts dran, dass das alles virtuell ist und nicht wirklich existiert. Oh, was... Alter. Krass, Mann. Yeah.
Gut, ich würde sagen, wir spawnen uns da mal eben einen Wagen. Sind jetzt hier genug rumgelatscht. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht allzu sehr verwirrt mit dem, was ich gerade gesagt habe. Wo bin ich überhaupt drin? Ich bin hier gerade irgendwie... Hä? Car Options, Car Spawning. Ah, da war das. Und einfach mal irgendwas. Ja, natürlich. Das wollte ich. Das wollte ich. Boah, alles so. Was sind das für Autos? Oh. Auch scheiße. Auch scheiße. Was sind die denn alle so? Okay. Machen wir einen auf Polizist. Wir können jetzt nochmal eben das machen, was ich früher ganz oft mit einem Kollegen gemacht habe. War das nicht hier? Nee, shit. Oder doch, doch, doch. Es war hier. Ich frag mich immer noch, warum wir das gemacht haben und wie wir darauf kamen. Und dann, weißt du, anstatt wir einfach mal die Mission machen, abwechselnd, dat, auf die Idee sind wir gar nicht gekommen. Überhaupt nicht. Wir sind hier einfach mit irgendwelchen Autos rumgefahren. Nee, gar nicht wahr. Nicht mit Autos, mit, ja doch auch, aber größtenteils mit Motorrädern. Aua, ah, oh. Und das können wir jetzt auch mal eben mal, Alter. Sekunde. Options. Nein. Wo ist es denn? Clear Wanted Level. Genau. Cool, hier können wir wieder raus. Starten wir das Ganze direkt wieder neu. Kas Bavning. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wo bist du denn? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Speedo, was ist das? Ja, natürlich. Super GT. Da, Sanchez, NRG 900. Alter, was macht er denn da? Sein Arsch brennt. Yay! Wie behindert sieht das denn aus? Nein, 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 nein. Oh. Warum wollen die mich? Warte mal, kann ich hier nicht irgendwie... Wow, nice. Dadurch ist mein Wagen jetzt nicht entfacht. Sekunde, hier muss ich doch irgendwo... Ignore, engage, spare, never tight, karma. Warte mal, erstmal... das Auto unsterblich machen. Und hier muss ich doch irgendwo was geben, wo... ich die Gegend... Ah, egal. Ich wollte jetzt gerade eigentlich hingehen und alles entfernen, was hier gerade rumgeistert. Das geht leider nicht. Nein! Ach so, hups. Ich wollte halt eigentlich jetzt den Ton eigentlich halten, bis ich wieder unten lande. Dann ist mir gerade eben aber eingefallen, dass ich ja Gravity off habe. Boah, what the fuck? E.T. nach Hause. Kann man da nicht irgendwie noch ranzoomen oder so? Ach, shit, ey. Ich würde ja echt gerne... Oh, yeah. Ich würde ja echt gerne das anlassen. Oder besser gesagt, auslassen. Nur irgendwie kommen wir so nicht voran, Leute. Yay! Ah! Aua. Boah. Übel. Ja, toll. Und wo war das? Also, ich schätze mal, das ist da hinten die Tankstelle. Ich schätze das mal. Hab ich überhaupt nur was? Ja, hab ich. Verreck! Nein! Ich war es nicht. Oh, was macht ihr denn da? Der Arme. Da frage ich mich auch immer, wie würden denn Menschen reagieren, wenn jetzt gerade echt einer, weiß nicht, hier einfach mal so macht. Und das irgendwer sieht. Also, ich glaube, ich würde... Sagen wir mal, ich sehe irgendwen mit Molotov-Cocktails gerade in meiner Gegend rumschleudern. Ich würde, glaube ich, sofort wegrennen, sofort. Direkt, gar nicht gucken, was da genau abgeht, einfach direkt umdrehen und wegrennen. Und die Polizei dahin schicken. Ich meine, meine Neugierde kann man auch im Nachhinein noch stillen, indem man einfach mal die Nachrichten einschaltet. Dann da irgendwie noch zu riskieren, irgendwie... mit reingezogen zu werden oder was weiß ich was zu machen oder jemanden zu retten oder was weiß ich was, das ist alles viel zu riskant und sollte man lieber von, ich sag mal, Fachleuten machen lassen, die dann auch die Ausrüstung haben. Da bringt es irgendwie nicht, wenn da noch irgendwer dazwischen geht und probiert, den aufzuhalten.
Klar, ich meine, wenn man jetzt irgendwie jemanden sieht, der gerade auf dem Boden rumgetreten wird, dann kann man da schon hingehen und was machen. Aber wenn jetzt gerade irgendwer mit Molotow-Cocktails rumwirft, dann ist das... Alter. Was anderes. Alter. One girl, one cup. Ne, two girls, one cup. Pisswasser. Oh ja, genau mein Fetisch. Oh. Upsala. Toll. Ja, egal, komm, ey. Jetzt haben wir das so lange hier gestreckt. Was ist denn das? Da kommt man ja echt zu gar nichts. Warte, wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Ah, Le Magnifique. Ja, dann, weiß nicht, ist jetzt hier nicht so viel passiert in dem Part. Ich bin aber auch leicht abgedriftet, was das, was das Thema angeht. Aber egal, das muss ja auch mal sein, Leute. Könnt ihr gerne mal eure Meinung auch zu dem Thema schreiben, was ich vorhin angesprochen habe. Auch wenn ich bezweifle, dass man da meine Meinung ändern könnte. Wow! Ich werde dann da auf jeden Fall mit kommentieren und diskutieren. Kommt natürlich drauf an, ob es sich lohnt, da eine Antwort drauf zu geben. Ja, klar, klar. Lass mich doch mal alle in Ruhe, ey. Boah. Nur weil ich hier mit Sachen... Wow! Rumschieße heißt und lange nicht, dass du mich anballern kannst. Hallo? Ja. Ey, ja, danke. Warte. Kriegst aber wieder. Sack, ey. Oh, geht's dir nicht gut, hä? Bam! Jetzt geht's dir noch schlechter. Lebt die noch? Oh, die lebt noch. Ja, hebst du doch auf! Fein, fein, fein. Ja, geht doch. Sie krüppelt weg. Lebt die immer noch? Oh, die lebt immer noch. Okay. Die lassen wir jetzt da hinten vergammeln. Oh, das wird ein... Warte, warte, mit Gravity, mit Gravity, mit Gravity. Ich will Gravity. Options, Options, Options. Wo bist du? Da, Gravity. Und off. So, jetzt aber... Alter, nein, 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 nein. Fahr schneller, fahr schneller, fahr schneller. Komm, irgendwer muss mir entgegenkommen. Irgendwer. Irgendwer. Ah, oder warte, wir können einfach mal... Oh, 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 oh. Wow! Shit, der Typ wäre perfekt gewesen. Nein, 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 nein. Ach, verdammt! Oh, das war nicht toll. Alter, kommt zwischen. Ach, schade. Egal. Dann würde ich sagen, weiter mit dem Part. Wäre natürlich nett, wenn ihr den hier bewerten könntet. Ansonsten, wenn er... was ist das denn? Bah. Wenn ihr mehr GTA sehen wollt, einfach mal die Playlist besuchen. Findet man auch ganz, ganz einfach mittlerweile auf dem neuen Kanaldesign. In dem neuen Kanaldesign. Das habe ich da auch mal mit reingestopft. Die GTA-Reihe. Egal, wir sehen uns dann da. Bis zum nächsten Part. Tschüss.